Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde Twice Rising zusammen mit MG. Guten Tag. Uiuiui, gucken wir mal, was das hier gibt. Ja, eine Map, die wir schon hatten, auf jeden Fall. Aber die hat man noch nicht so oft. Einmal heute erst in der Aufnahmesession. Ich weiß es gar nicht, ob ein- oder zweimal. Oder hat man die überhaupt? Einmal auf jeden Fall. Glaube ich. War das nicht auch eine Beta-Map? Boah, das weiß ich jetzt nicht mehr. Dass man deswegen meint, die hat man schon. Ich würde sagen, die Zuschauer schreiben es einfach mal in die Kommentare, denn die wissen es wahrscheinlich besser als ich. Ja, ich bin Erster. Ich bin Zweiter. Läuft. Oh, jeder im Ziel. Sogar der, der gequittet ist. Schrei nicht so, Junge. Alter. Wurde gerade mega zerquetscht. Schrei nicht so. Hä, warum kriegt der S-Wirdy Gamer mehr Punkte als ich? Ja, weil der Zweiter geworden ist, aber dann rausgegangen ist. Ernst? Boah, nehmen wir die. Hast du die genommen? Ja. Ich auch. Dann passt's ja. Dann sind wir uns ja einig. Ja, aber die war, glaube ich, noch relativ selten, falls sie war. Ja, Alter, sieht fast genauso aus wie du. Naja, der... Bubu, Lesa, wo. Aber der hat nicht so eine coole Haut und der hat eine Hose und Schuhe. Also. Oh, die Map hatten wir heute noch nicht. Meinst du? An die Sicht würde ich mich erinnern. Weiß es nicht. Gibt doch noch neue Maps hier, Freunde, schauen wir mal. Haben wir endlich mal eine ordentliche Lobby hier. Ah, das ist ja die Hilfe! Was Hilfe? Ich verfolge einen Ball. Ja, der kleine Ball da. Achso. Es ist ein fresh Kampfgewicht. Naja. Nein! Ey, ich leg mich gleich nochmal auf die Schnauze. Mega Zeit gespart. Nice. Ey, Junge! Ey, was ist denn jetzt los? Die Sicht mag ich auch nicht. Wenn du das ganze Spiel in einer anderen Sicht spielst und dann hast du eine Map mit so einer Sicht. Läuft bei dir. Na, egal. Rückwärts und gegen die Wand, aber läuft. In Gottes Namen. Bevor das mir aus der Hose läuft, läuft es lieber rückwärts. Easy Gold. Ja. Ich hab Bronze gemacht, trotzdem bin ich noch Zweiter. Chinesische Klippen. Boah. Hört sich doch spannend an. Würde ich jetzt mal behaupten. Die Boxhandschuhe sind aber sehr beliebt, muss ich sagen. Einmal, ja. Oh oh. Ah, das war das, wo wir am Anfang zu kurz gesprungen haben. Wenig Schwung hatten. Hast du schon wieder zu wenig? Ja. Ist mir leider erst gekommen nach dem Start. Mir kam es direkt, deswegen bin ich direkt ein bisschen anders gefahren. Alter. Alle jetzt mega weit weg sind. Naja, wenn du da am Anfang den Fehler machst, dann ist es erstmal schwer wieder ranzukommen. Ich mache auch zwischendurch gerade selten dämliche Fehler. Was ist denn los mit mir? Ich habe jetzt auch einen gemacht.
Konzentration, Rest wieder ordentlich mal. Dann passt alle. Komme ich zumindest ins Ziel. Zweiter. Okay. Ich hab Spaß mit der Map. Lieblingsmap, meinst du? Ja, eigentlich mag ich sie, aber naja, lief halt nicht. Ne? Silber nur. Passiert. Ja, Bronze nur. Ja, aber trotzdem easy Erster. Trotzdem bin ich Dritter. Ja, gerade so, aber nur ein Punkt. In Gottes Namen. So, dann suchen wir in 3, 2, 1 jetzt. Ey, du bist nicht dabei. Du bei mir gerade auch nicht. Ja, weil die Lobby voll ist. Muss ich kurz mal rausgehen? Bist du auch draußen? Ja, Moment. Ja. Suchen wir in 3, 2, 1, jetzt. Ah, da bist du. Ich bin in derselben Lobby wie vorher quasi, weil der Fries und der Juice waren noch vorher dabei. Okay, der Juice hatte jetzt keine Lust mehr, aber... Ja, nee, keine Ahnung. Ich hatte auf Instant eine volle Lobby. Ja, dann ist halt Pech, ne, wahrscheinlich. Bin ich wohl noch reingeflutscht und... Naja. Damit hätten wir dann widerlegt, dass Freunde vorgezogen werden. Ja, in Gottes Namen. Aber lief eigentlich so recht gut, dass wir zusammen spielen heute. Ja. Und das ohne private Lobby. Natürlich. Nein, wir sind nur zu zweit, ne? Ich weiß nicht, wie es zu dritt laufen würde oder zu viert. Ne? Ja klar, umso mehr Leute, desto höhere Wahrscheinlichkeit, dass nicht funktioniert. Mhm. Ja. Aber die privaten Lobbys kommen ja bald. Die Aussage stört mich halt schon wieder irgendwann im Frühjahr. Meinetwegen könnt ihr auch noch ein paar Tage brauchen, weil so lange können alle PeteSmeet-Zuschauer bei uns zugucken. Canyon Crash geht noch, glaube ich, noch nicht. Ich weiß es nicht, aber am ehesten nicht. Oder super, Windmühlen hat man schon. Ah, stehen an der Räder, die hatten wir auch schon. Ja, könnten sie, aber mal gucken, ob sie es tun. Glaube ich nicht, aber... Ja, weil jetzt machen sie momentan den Vorgänger noch, bis der Multiplayer funktioniert. War halt lustig, haben sie groß angekündigt, die letzte Trials Fusion Folge. Und am nächsten Tag, hier ist die nächste Twitch. Ja, so ungefähr. Das ist halt wirklich bitter. Ja, halt auch einfach unnötig. Ne? Ja. Warum macht man den Modus nicht direkt rein? Ja, lieber machen sie zig, hunderttausend Sachen kosmetischer Art rein. Sticker. Und statt dass man die nach und nach reinbringt, hätte man ja auch machen können. Ja. Weil ich bezweifle sowieso, dass es hier viele gibt, die Geld ausgeben für kosmetische Sachen. Ja, glaube ich auch nicht. Gut, also aber weiß man nie, ne? Gut, ich bin sowieso nie einer, der für sowas empfänglich ist. Ja. Weil ich würde, glaube ich, auch Fortnite, wenn ich Fortnite spielen würde, exzessiv, würde ich selbst da nie irgendwas kaufen. Ich habe jetzt nur einen Skin für den Kollegen halt, die Passive hat bezahlt. Ja, weil ich gesagt habe, okay, der ist mega hässlich, den muss er spielen. Und vorher habe ich mir halt diesen Battle Pass ganz am Anfang geholt. Und seitdem aber nie selber Geld rein investiert. Ja, also. Ich bin halt für sowas null empfänglich. Mhm. Ich weiß auch noch, wo wir bei PUBG die Gewehre hatten und so. Alle verkauft. Ja, wir haben alles verkauft. Und zwar das völlig egal. Ja. Ich hatte innerhalb von einer Woche hatte ich das Geld für PUBG wieder drin. Noch mehr, oder? Also. Noch mehr sogar, genau. Ich hatte. Halbe Woche PUBG wieder drin und nochmal eine halbe Woche oder Woche drauf nochmal das Spiel. Und Natze hatte irgendwie 400 Euro für so ein Kackding. Das war H1Z1. Ach ja, H1Z1 war das noch, stimmt.
Der hatte, dem haben wir von der Seite erzählt, so, guck nach, so, ich habe einen Skin für 300 Euro. Okay. Da habe ich ja auch irgendwie 100 irgendwas gemacht insgesamt. Naja, ja. Ich hatte nicht so viel H1Z1 Skins. Zumindest keine guten. Hm. Ja, da haben wir echt Kohle gemacht. Müsste auf der Seite immer noch 15 Euro oder so haben. Ich habe immer alles auszahlen lassen. Naja, keine Ahnung. Vielleicht kommt ja noch was hinzu. Wer weiß, was die nächsten Spiele so bringen, ne? Aber ich glaube, dass das mit den Skins immer weiter abnehmen wird jetzt. Du bist weiter traden kannst auf Steam. Meinst du? Ja. Weil der Handel da nebenher, das ist glaube ich Steam Dorn im Auge. So, so. Ob es so ist oder nicht, ist auf einem anderen Blatt Papier, aber ich glaube halt schon. Weil die haben da schon hübsche Sperren reingetan, dass du nicht außerhalb von Steam traden kannst, zumindest nicht so leicht. Ja, wobei man es ja dann bei Steam machen kann und dann das Steam-Gift einfach, also ein Spiel verschenken kann, gegen Geld quasi. Ja, aber wie zum Beispiel, du musst mittlerweile, dass du irgendwas jemanden schenkst, musst du eine gewisse Zeit befreundet sein auf Steam. Naja. Und das ist halt dann das Problem. Hey Fresh, wir fahren fast identisch, oder? Keine Ahnung. Du hast mich gut überholt. Zeno, du bist gerade Vierter und ich bin Zweiter. Ja, du hast auf... Irgendwie hat auf jeden einmal jeder so einen Schub gehabt. Den habe ich irgendwie nicht mitgenommen. Beklagen sich irgendwie viel, dass das mittlerweile bis zu 14 Tage dauert, bis jeder dort... Bis man den Skin ertradet hat, zum Beispiel für CSGO, den wie man haben will. Mhm. Das ist halt dann schon blöd. Geht's so weiter, oder? Ja, ist wieder so ein Counter, an den keiner interessiert. Ah, Canyon Crash. So. Oh, wird eng. MX and the City hatten wir schon. Einmal zwar nur, aber... Einmal zumindest. Oh ja. Oh, endlich. Ich weiß nicht, ob wir die schon hatten. Wir kriegen fast immer nur leichte Strecken. Mittlere sind sogar schon übelst selten. Ich glaube, wir hatten heute keine mittlere, ne? Eine, glaube ich mal. Ich weiß es nicht. Ich habe keine mitbekommen. Wie gesagt, ich finde es kacke. Also, dass du da nicht zumindest mit Leuten ähnlichen Levels zusammengeschmissen wirst. Mhm. Ach, die, doch, die hat noch. Ich habe halt auch wieder null damit gerechnet, dass der aber mal wegfriert. Huh! Ich bin da kurz mal hingeblieben. Warum machst du sowas? Das mir Spaß macht. Hallo Vogel! N! Hui! Alter, wie fast so weit quasi. Er ist geflogen und geflogen. Oh, noch ein Vorwärtssalto. Er macht Saltos. Eigentlich heißen die Salti. Bei mir sind Saltos. Kurz vorm Ziel noch. Was? So du bist vor mir? Auf keinen Fall. Doch, easy. Auf keinen Fall. Easy. Da will ich nochmal die Zeitlupe sehen, Freunde. Mach dir selber deine Zeitlupe, Junge. Auf keinen Fall warst du vor mir. Ne? Ah, 3 Punkte vor Fresh, easy. Maximal 1. 3 Punkte vor Fresh. Oh, Stufenaufstieg, läuft bei mir. Ey, ich immer noch keinen. Ja, okay. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt uns was in die Kommentare. Nee, das ist ja deine Folge. War das meine? Komm. Das war dein. Mach du. Dann macht das trotzdem, Freunde. Schaut auch bei Gaming Ninjas vorbei. Bis dann, haut rein. Ciao. Ciao.